Herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute in einer Kaufberatung für den SLK R172, wobei für die Mercedes interne Fahrzeugbeschreibung R für Roadster steht. Und Mercedes hat mit dem R170 eine komplett neue Fahrzeugklasse begründet. Ja, die Menschen streiten sich, hat Peugeot das zuerst gehabt mit dem Metalldach oder hat es Mercedes zuerst gehabt? Ich als Schwabe gehe einfach mal davon aus, dass die schwäbischen Ingenieure als erstes darauf gekommen sind. Und das wurde mit noch einer Zwischenmodellgeneration, mit der sogenannten Formel 1 Nase, wurde dann die dritte Generation auf den Markt gebracht, das war 2011. Und diejenigen, die schon ganz genau wissen, dass sie in SLK aus dieser Modellgeneration möchten, die klicken jetzt bitte weiter. Und die, die sich noch nicht so sicher sind und gerne hören möchten, warum das eine gute Entscheidung ist, so ein SLK zu kaufen, die bleiben bitte dabei. Das Weiterklicken heißt, wir haben dann nachher, zeige ich die Vor- und Nachteile im Innenraum, worauf man da achten muss, was es für interessante Ausstattungsdetails gibt und was die können und was man nicht unbedingt so dringend braucht bei dem Fahrzeug. Und unten in der Textleiste können Sie dann die einzelnen Kapitel nochmal durchsehen und müssen dann nicht die lange Einleitung da mithören oder mitschauen. Wenn Sie es natürlich möchten, freue ich mich, wenn Sie bei mir bleiben und können dann das, was Sie dezidiert interessiert, einfach aufrufen dann auch und müssen da nicht warten. So, also, warum SLK? So, SLK hat natürlich einen eminenten Vorteil. Das Fahrzeug ist mit dieser Modellgeneration, die letzte Modellgeneration ist, bevor das Fahrzeug SLC umgenannt wurde, ein von Ingenieuren sehr stark beeinflusstes Kraftfahrzeug. So. Das Fahrzeug ist sehr stabil, sehr gut verarbeitet und hat auch sehr viele kleine, durchdachte Details, die dem zukünftigen Besitzer den Umgang mit dem Fahrzeug an 12 Monaten im Jahr so angenehm wie möglich machen. Und hier sind wir schon beim großen Thema. Dies ist ein Ganzjahres-Cabriolet. Viele Cabriolets mit den Stoffdächern, Plastikheckscheiben, was es teilweise noch gibt oder gab, sind natürlich für die Wintersaison, gerade wenn es so viel schneit, relativ ungeeignet. Und diese Fahrzeuge hier sind im Endeffekt, wenn das Verdeck geschlossen ist, Coupés und wenn das Verdeck geöffnet ist, Cabriolets. Und haben alle Vorteile des Cabriolets verbunden mit allen Vorteilen eines stabilen Coupés. R172, hier jetzt als SLK 200, ist die Basis-Benzinmotorisierung für das Fahrzeug. Es gibt beim SLK noch den 250, ich muss es mir aufschreiben, mit 204 PS. Der 200er hat 184 PS. Dann gibt es noch einen 6-Zylinder-V-Motor mit 306 PS. Und die Krönung der Baureihe, was das Antriebsaggregat betrifft, ist der SLK 55 AMG. Der stellt 422 Horsepower zur Verfügung, was für so ein kleines Fahrzeug mehr als ausreichend ist. Der R172 ist auch gerne als Baby-SL bezeichnet. Wenn wir hier mal ganz kurz darüber schwenken, dann wissen wir auch sofort, woran das liegt. Das ist hier ein Fahrzeug, ein SL, der deutlich größer und von der Optik auch nicht ganz so dynamisch geraten ist, wie so ein SLK. Das kann man hier sehr schön sehen. Da sind sehr viele Stilelemente, die im SLK ähnlich sind. Gerade im Frontbereich, Motorhaube, Anordnung der Scheiben, Spiegel, Türen und so weiter. Nur eben in allen Dimensionen etwas größer. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss das sein? Und die Antwort ist ein klares Nein. Weil dieses Fahrzeug bietet genau das, was ich für zwei Personen benötige. Ausreichende Platzverhältnisse. Es ist ein bisschen, wie man so schön sagt, tight. Es ist ein bisschen eng im Innenraum. Aber nicht so, dass man sich unangenehm da auf der Pelle sitzt. Der SL hat hier wesentlich luxuriösere Platzverhältnisse. Ja, mei. Ob jetzt da nochmal 10 cm zwischen mir und meinem Beifahrer oder der Beifahrerin sind, dann ist das halt so. Also haben ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. So, hier haben wir dieses Fahrzeug mit dem AMG Optikpaket. Ich hoffe, ich sage das richtig. Später hieß es dann AMG Line. Hier ist das AMG Paket. Hier sieht man sehr schön,
dass wir hier anders geformte Stoßfänger haben. Dann die abgedunkelten Leuchten im Frontbereich und haben auch hier unten diesen Kühllufteinlass, anders als bei den Nicht-AMG-Paketversionen. So ähnlich sieht übrigens auch der SLK 55 aus. Er hat als markanten Unterschied diese Strebe hier unten in der Stoßstange in schwarz lackiert. Das ist für den Laien von vorne der einzige Unterschied. Hier sind wir auch schon gleich beim Licht, wenn wir vorne sind. Dieses Fahrzeug hat jetzt hier das sogenannte Intelligent Light System verbaut, was ich auch ganz gerne empfehle, weil es durch das Nachfolgen der Lenkbewegung eine wesentlich bessere Fahrbahnausleuchtung hat, wie das trotzdem sehr gute Licht, das nicht aufpreispflichtig ist, aber dieses Licht macht es natürlich noch mal ein deutliches Stückchen besser. Und dann kommen wir zu etwas, was es bei Mercedes schon seit Anfang der 80er Jahre gibt. Und damals hieß es bei Mercedes, ist wirklich so, die sogenannte Seitenscheiben-Schmutzreinhaltung. Und zwar hat das angefangen bei den Fahrzeugen in der Ägide Bruno Sacco, also mit diesen schönen muschelgrauen Verblendungen an der Seite. Da wollte man vermeiden, dass das Wasser, was sich hier auf der Frontscheibe sammelt, beim manuellen Säubern, Wischen oder beim Regen, dass dieses Wasser am Fahrzeug entlangläuft. Was an sich eine sehr gute Idee ist, denn hier diese A-Säule steht hoch und leitet dieses Wasser zu einem sehr hohen Prozentsatz aufs Dach und nicht auf die Seitenscheiben. Und das sind so die kleinen Details, die einem so im täglichen Betrieb eigentlich gar nicht mehr so auffallen, wo man sich einfach nur freut, dass wenn man in so ein Fahrzeug einsteigt, dass einem nicht bei dieser runden Dachform sofort 10 Liter Wasser auf den Fahrersitz oder auf den Arm oder auf die Schulter drauflaufen, sondern das Wasser bleibt hier oben stehen und läuft nach hinten ab. Hier gibt es auch ein nettes Nice to Have im Innenraum. Das sind diese beleuchteten Einstiegsleisten. Natürlich alles mit knackigem Aufpreis bei Mercedes, wie immer. Eins, was ich als sehr wichtig empfinde, was die Autos haben sollten und auf was wir beim Einkaufen achten, dass wir es gerne haben, das sogenannte Spiegelpaket. Das erkennt man sehr leicht, wenn hier in der Spiegelverstellung in der Tür ein dritter Spiegel abgebildet ist. Hier habe ich die Möglichkeit, die Spiegel elektrisch anzulegen. Sagt jeder, ja, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Auf den ersten Blick ja, aber das Spiegelpaket beinhaltet auch noch, dass der Spiegel auf der Fahrerseite automatisch abblendet, inklusive des Innenspiegels. Weil man glaubt es kaum, ein Fahrzeug dieser Qualitäts- und Preisklasse ab 2011 hat den automatisch abblendenden Innenspiegel nicht serienmäßig. Erkennt man daran, dass es die Autos gibt mit so einem kleinen Plastikquadrat unten am Spiegel, wo man das Ding dann hochklappen kann, so wie bei Renault Twingo oder so. Ja, selbst die haben wahrscheinlich inzwischen so ein automatisches Ding. Da kann man schon ein bisschen drauf achten. Das ist schon ein bisschen heftig, finde ich, dass es da aufpreispflichtig ist. So, jetzt gehen wir noch mal ums Auto rum. Hier hinten auch ganz klar, gehört zum AMG-Paket dazu. Kann man sehr schön die Stoßstange hinten und auch die leicht ausgeformten Schweller unterhalb der Tür. Das gehört auch zum AMG-Paket. Und hier auf dem Heckdeckel sieht man schon die Komforttelefonie. Nur die Fahrzeuge, die in der Mittelkonsole, zeige ich nachher, eine Aufnahme haben für einen Adapter, für ein Mobiltelefon, haben diese Außenantenne. Weil hier habe ich die Möglichkeit, mit meinem Mobiltelefon auch über Bluetooth zu telefonieren, aber ich kann auch, sofern mein Gerät das möchte, mein mobiles Telefongerät, kann ich mit der Außenantenne telefonieren, was bei vielen Geräten ein großer Vorteil ist, einfach weil ich einen besseren Empfang habe. Dann haben wir hier die abgedunkelten Heckleuchten. Das gehört zum AMG-Pack dazu. Die Vierzylinderfahrzeuge haben beim AMG und beim Sportpaket. Sportpaket hat nicht die Stoßstangen und nicht die Schweller, aber
die bessere Bremsanlage. Und das ist ein sehr angenehmes Extra bei dem Fahrzeug, weil bei Sport- und AMG-Paket werden an der Vorderachse die größeren Bremsscheiben und der größere Bremssattel verbaut mit den gelochten Bremsscheiben. Wenn wir jetzt hier so schön nah sind, sieht man auch eins der Probleme, wenn die Autos so ein bisschen in die Jahre kommen, dass hier der Klarlack so ein bisschen unterwandert wird. Besonders hässlich, wir haben das schon erneuert, wird es bei diesen Emblemen, die auf den Felgen drauf sind. Diese Embleme hier gibt es inzwischen, kann man die überall nachkaufen und kann sich da schöne drauf machen. Aber es ist wirklich erstaunlich, in was für einer schlechten Qualität Mercedes diese Embleme hier liefert. Und das ist wirklich was, was man jedes Mal, wenn man aufs Auto zuläuft, sieht, dass diese unterwanderten, schnottrigen und schlecht aussehenden Embleme da am Fahrzeug dran sind. Die möchte man also eher gestern als heute, möchte man die gern gewechselt haben. Hier sehen wir das 18-Zoll-Rad, das zum AMG-Paket gehört. Und das ist ein ganz schönes Thema mit den 18-Zoll-Rädern bei dem Fahrzeug. Das macht das Fahrzeug etwas straff im Abrollen. Und es gibt Räder, die so ähnlich aussehen wie das AMG-Paket oder das AMG-Rad und auch 18-Zoll groß sind. Das sind aber Zubehörräder. Und diese Räder haben oft einen Nachteil, denn sie benötigen andere Radschrauben, die ich dann im Kofferraum mitführen muss, wenn ich das Fahrzeug umbereifen will. So, ich zeige Ihnen jetzt mal noch schnell, wie man das ganz leicht unterscheiden kann. Das hier ist ein originales Mercedes-Benz-Rad. Und das ist ein nicht originales Mercedes-Benz-Rad. Jeder sagt, das ist ja gar kein großer Unterschied außer im Design. Das ist nicht ganz richtig. Diese Räder, die nicht von Mercedes-Benz mit den Fahrzeugen bestellbar sind, haben diese Kraftfahrt-Bundesamtnummer und die müssen sie auch haben und auch zeigen, weil die Rennleitung möchte, wenn sie das Fahrzeug kontrolliert, relativ leicht sehen können, haben an dem Fahrzeug Umrüstungen stattgefunden, was die Radreifenkombination betrifft, und könnten die Räder nicht zum Fahrzeug gehören oder müssen die eingetragen werden oder gibt es da irgendwo ein Gutachten, was der Fahrzeuglenker mitführen muss. Deswegen diese KBA-Nummer, dieses sehr schöne Rad hier, natürlich auch mit dem neuen Raddeckel, weil der alte da wirklich nicht schön aussieht, hat auch außen die KBA-Nummer. Das ist jetzt ein Rad in einem bestimmten Mercedes-Benz-Design und ist aber auch kein originales Rad, ist ein sehr gutes Rad, ist deutlich günstiger. Aber hier sehe ich mit der KBA-Nummer, dass es kein originales Mercedes-Rad ist. Denn zu diesem AMG-Paket Exterieur gehören diese vorne schmäler als hinten ausgeführten AMG 5-Speichenfelgen. Die waren damals im Lieferumfang enthalten. Und wir sehen es beim Einkauf der Fahrzeuge ab und zu, wenn wir recherchieren, wo gibt es was Interessantes für uns zu kaufen auch, dass manchmal diese Fahrzeuge ein AMG-Paket haben, aber die Räder nicht. Und die Räder nachzukaufen ist gebraucht relativ teuer. Da muss man immer so ein bisschen darauf achten, dass wir da die Räder mit dabei sind. Noch ein kleiner Trick. Dieser kleine Freund hier ist vom TÜV vorgeschrieben. Für die Fahrzeuge mit 17 und 18 Zoll Bereifung. Wenn Sie sich jetzt für einen SLK interessieren, und kommen da zu jemandem, der Ihnen so ein Fahrzeug verkaufen möchte. Und auf dem Fahrzeug sind 16 Zoll Räder verbaut. Und das Fahrzeug hat diesen kleinen, ja, dieses kleine Kunststoffteil hier, das dafür sorgt, dass die Reifenfläche bis zu dem von der TÜV vorgeschriebenen Mindestfläche abgedeckt ist. Deswegen ist das hier dran. Dann wissen Sie ganz genau, das Fahrzeug ist vom Werk ausgeliefert worden mit mindestens 17 Zoll Rädern. Und die sind irgendwo geblieben und jetzt sind 16 Zoll Räder drauf, können Sie gleich den Verkäufer fragen, wo sind denn meine 17 Zoll Räder. So, noch ein schönes Extra für die Fahrzeuge ist die Komfortbedienung des Dachs und der Fenster. Haben alle Fahrzeuge, die an der Fahrerseite am Türgriff so ein schwarzes Feld haben. Beim schwarzen Auto sieht man es nicht so gut, aber bei den ganzen anderen Farben sieht man das, da ist so ein leichter Kontrast da. So. Ich gehe mit meinem Fahrzeugschlüssel an das Fahrzeug dran, öffne das Fahrzeug und bleibe dann auf der Öffnungstaste drauf. Und dann, sobald ich hier in der Nähe bleibe, öffnet sich das komplette Verdeck
Und hier kann man auch sehr schön sehen, wie aufwendig das Dach ist. Und wenn die Kamera mal ein bisschen zu mir kommt, dann sieht man auch, dass sich Mercedes hier extrem Mühe gegeben hat, ein hochwertiges Dach zu entwickeln. Sie hatten ja auch zwei Modellgenerationen Zeit, das zur Perfektion zu bringen. Und mit diesen sehr aufwendigen Dichtungen und Mechaniken sorgt es natürlich schon dafür, wenn ich mir das anschaue, dass dieses Dach sehr flach eingefaltet wird und natürlich perfekt funktioniert. Und dementsprechend habe ich natürlich auch einen extremen Mehrwert, wenn ich so ein Fahrzeug habe mit so einem Dach. Weil es einfach von der Bedienung her super einfach ist. Es geht relativ schnell. Und dann habe ich hier ein wunderbar schönes Cabriolet für zwei Personen. Hier in diesem Bereich, wo sich die beiden Überrollbügel für den Fall der Fälle verstecken, gibt es von Mercedes aus zwei Möglichkeiten, sich gegen Zugluft zu schützen. Wir haben einmal dieses Steckwindschott, das meiner persönlichen Erfahrung nach am meisten Wind weghält. Und dann gibt es noch zwei so Kunststoffscheiben, die man einschwenken kann. Das nennt sich Air Guide. Und hier hat Mercedes gedacht, dass man mit dem Verstellen dieser Scheiben die Luft in den Innenraum regulieren kann. Ich finde es ein bisschen schwierig. Es kommt meiner Meinung nach, wenn man es nicht haben will, zu viel Luft rein und ansonsten lässt man es eh weg. Also diese beiden Dinger da, die führen sich etwas ad absurdum. So, wie Sie sehen, haben wir den einen oder anderen SLK im Angebot. Ja, meistens sind wir so 4 bis 6 Fahrzeuge vorrätig, immer unterschiedliche Größen, Kilometerstände. Das, was ich vorhin gesagt habe. Und jetzt kommen wir zu diesem Ausstattungsdetail Air Guide, auf das Mercedes furchtbar stolz ist. Das ist nichts anderes als dieses herumklappbare Windschott hier. So, ich kann scheinbar, so wie Mercedes das sagt, über das Einstellen dieses Dings hier den Luftzufuhr in den Innenraum regulieren. Das macht aber nicht wirklich Sinn. Das heißt, entweder ich klappe das dahin, dann geht die ganze Luft hier in die Mitte rein, oder ich lasse es hier, dann ist es, als wenn es das Ding nicht gäbe. Und das Bessere ist das Steckwindschott, so wie ich das vorhin gesagt habe, weil einfach, das ist zwar schön anzusehen, erfüllt aber nicht den Zweck eines Windschutzes. Was man von außen sofort sehen kann, ist, wenn die Fahrzeuge Distronic haben. Weil Mercedes versteckt den Radarsensor hinter dem großen Mercedes-Stern. Und wenn der Mercedes-Stern glatt ist, dann hat das Fahrzeug Distronic. Und wenn der Mercedes-Stern so aussieht, erhaben ist und man kann reinfassen, dann hat er keine Distronic. Aber den SLK gibt es auch mit diesem glattflächigen Stern, da weiß man sofort von außen, zack, das Auto hat Distronic. Jetzt mal zum Innenraum. Das besagte Spiegelpaket. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das sogenannte Innenraumlichtpaket. Das ist sehr lustig, weil hier oben in den Dachholmen und hier sind solche kleinen LEDs versteckt, die mir den Innenraum schön beleuchten. Wir haben hier die verstellbare Lenksäule. Manuell gibt es auch elektrisch mit dem sogenannten Memory-Paket. Das erkennt man sehr leicht, weil sich dann hier die elektrische Sitzverstellung befindet mit den jeweiligen Memory-Positionen. Und dann habe ich hier so ein kleines, so einen kleinen Stellpinöpel oder Nippel, mit dem ich das Lenkrad elektrisch rein und raus und rauf und runter bewegen kann. Und es gibt ansonsten vom Sitz, klar, elektrisch oder manuell. Die meisten sind manuell. Und Sitz ist auch ein gutes Thema, weil die Sitze, es gibt verschiedene Lederqualitäten. Es gibt Leder Nappa und es gibt ein Leder, das eher so ein bisschen grob ist von der Struktur. Es ist wirklich Geschmackssache. Aber die Fahrzeuge leiden ein wenig an der Sitzwangenlehne hier aus oder an der Lehne da hier beim Ein- und Aussteigen. Es liegt einfach daran, klar, das Auto ist relativ nieder. Ja, ich gehe hier in das Auto rein. So. Und sobald ich einsteige, rutsche ich hier mit dem Rücken da immer an dem Sitz entlang und schleife dann hier mit der Jeans schön über die Seitenwange hier drüber. Wenn man das natürlich ein paar Jahre macht, dann leidet das Leder ein bisschen. Das lässt muss man halt dann einpflegen oder muss es halt nacharbeiten lassen. So,
Das machen wir jetzt noch Schönes im Innenraum. Hier sieht man auch, das Fahrzeug hat das AMG-Paket Innenraum. Hier sieht man auch schön rote Gurte, rote Nähte und die Sitze innen anders von den Pfeifen abgenäht, eher so ein bisschen klassisch wie früher. Die Kamera da mal drauf geht, dann sieht man das schön. Auch an der Mittelkonsole, am Schalthebel und an der Armauflage sieht man schön die rote Naht. Das gehört zum AMG-Pack dazu, Interieur. Wenn die Kamera das einfangen kann, dann sieht man hier auch schön, das ist die sogenannte Ambientebeleuchtung. Das war bei dieser Modellgeneration noch nicht in den Farben zu wechseln. Gibt es in Rot oder in Rot. Automatikgetriebe, Fahrzeuge gibt es auch als Schaltgetriebe, als Sechsgang-Schaltgetriebe. Hier haben wir die 7G-Tronic. Dann haben wir hier den Drückdrehsteller für die Navigation und für das Zentraldisplay zum Bedienen. Hier oben ein seltenes Extra, die analoge Zeituhr. Gibt es beim SL auch. Wenn wir hier aufmachen, sieht man schön, wie schön die beleuchtet ist. Hier zum Thema wieder, was so ein Fahrzeug haben müsste eigentlich. Und automatisch Abblende Innenspiegel. Hier oben noch ein schönes Sonnenbrillenfach. Beleuchtet, wenn man das Innenlichtpaket hat. Ansonsten ist das ein dunkles Fach. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ein Ablagefach, wo natürlich nichts reinpasst. Noch nicht mal ein Mobiltelefon. Hier ist eine Steckdose oder Aschenbecher Zigarettenanzünder. Es gibt Klimaanlage, Klimaautomatik. Und hier ist die Schalterleiste, an der man sehr schön erkennen kann. Hier habe ich AirScarf und die Sitzheizung. Dann gibt es hier ist die Bedienung fürs Dach. Und hier unter der Ablage sieht man dann auch, da muss die Kamera dann gleich mal reingehen, sieht man auch die Dockingstation für die Komforttelefonie und die Anschlussmöglichkeit für USB und solchen Kabelsalat, wo man dann sein Mobiltelefon da anschließen kann. Die Extras, die es für das Fahrzeug gibt, sind teilweise sehr, sehr gut. Wie jetzt zum Beispiel die kompletten Assistenzsysteme, die ab einer gewissen Modellgeneration bestellbar waren. Man merkt das, wenn der Blinkerhebel über dem Tempomathebel ist. Das ist die erste Modellpflege. Das kann man sich ganz leicht merken, wenn man das Fahrzeug ansieht. Sieht man gleich, aha, der Blinkerhebel ist über dem Tempomathebel. Das sind die Fahrzeuge, die man mit dem vollen Assistenzpaket, das ist, also mit den vollen Assistenzsystemen bekommt, mit dem vollen Paket. Dann gibt es noch Harman Kardon Soundsystem. Da sitzt dann hier noch ein Lautsprecher. Sieht man auch sehr schön. Da ist hier hinten dann noch zwischen den Sitzen noch so ein Surround-Lautsprecher verbaut, der hier einen sehr schönen Raumklang erzeugt. Ob man das haben muss oder will, das liegt im Auge des Betrachters oder im persönlichen Geschmack. Lenkrad-Fernbedienung oder diese kleinen Tasten da haben sie alle. Was nicht alle haben. Und was ich sehr schön finde, sind diese Schaltpaddel hinten am Lenkrad. Die muss man bei den Fahrzeugen, die kein Sport- oder AMG-Paket hat, extra bezahlen. Hat natürlich keiner gemacht, also haben sie ganz selten, dass die Fahrzeuge ohne diese Pakete das haben. Das ist natürlich in der Zwischenzeit der moderne Geschmack, dass wir sowas haben. Paddel runter links, rauf rechts. Und ich muss hier nicht am Schalthebel da links und rechts rühren, dass meine Gänge da gewechselt werden. Das Navigationssystem zum Beispiel gibt es in zwei Varianten. Einmal das Becker Map Pilot und dann gibt es noch das Command. Das Command-System bietet mehr Funktionen, hat auch die professionellere Stauumfahrung als das Becker Map. Klarkommen tut man mit beidem. So, und dann gibt es für dieses Fahrzeug ein ganz besonderes Extra. Das ist das Magic Sky Control. Langer Name für eine kleine Taste. Drücke ich die Taste, merke ich immer nicht so gleich, was tut sich da. Wenn die Kamera mal genau guckt und nämlich hier mal in das Dach reinschaut, dann sieht man, ich kann hier das Dach abtönen und heller machen. Jetzt ist es getönt, jetzt ist es hell. Das ist nichts anderes als ein großes LCD-Display, das ich hier unter Strom setze oder ihm den Strom wegnehme. Das ist ein sehr luxuriöses Extra. Ist ganz toll zu fahren im Sommer. Wenn es draußen nicht so warm ist und ich möchte nicht offen fahren, kann ich hier das Dach komplett praktisch gläsern machen.
Wenn es mir zu warm wird, weil die Sonneneinstrahlung da ist, kann ich es wieder abtönen. Dann habe ich trotzdem ein schönes Raumgefühl, habe aber nicht die Hitze im Auto. Und mit einem Optionspreis von über 2000 Euro ein ganz seltenes Extra. So, jetzt wollen wir mal gucken von außen, wo sind denn die Punkte, wo ich, wenn ich sowas kaufe, aufpassen muss. Ich persönlich achte immer darauf, dass das Fahrzeug beulen- und kratzerfrei ist. Klar, jede Beule, jeder Kratzer ist nicht schön. Und häufig hört man dann, wenn man dem Verkäufer sagt, Entschuldigung, aber der hat ja hier eine Beule. Ja, die war schon, als ich ihn gekauft habe. Das ist ja ganz schön. Nur hilft mir das wenig, weil ich möchte ihn ja kaufen, dann habe ich die Beule. Ob die schon bei meinem Vorbesitzer war oder beim Vorvorbesitzer, spielt ja keine Rolle. So, wir kaufen nur Fahrzeuge aus maximal zweiter, im Einzelfall aus dritter Hand. Und wir haben letztes Jahr 47 dieser Fahrzeuge gekauft und verkauft. Also haben wir da schon so ein bisschen Erfahrung, was gut und was nicht so gut ist. Gut ist, wenn ich auf das Fahrzeug zugehe und ich sehe, der Verkäufer hat sich Mühe gegeben. Ja, das Auto ist gesaugt, das Auto ist gewaschen. Wir reden jetzt rein vom Privatmann. Und der Privatmann wohnt auch so, dass ich glaubhaft sehe, dass er dieses Fahrzeug gern gehabt hat. Es ist natürlich schwierig, wenn so ein Fahrzeug für 25.000 Euro in irgendeiner Hochhaussiedlung da steht, zwischen 20 anderen so zwischen reingeparkt, kommst du dahin, machst die Tür auf, das Ding stinkt nach Marlboro Light, ja, die Felgen sind rundum verboxt und das hat ein Freund von mir lackiert und die Beule war schon. Das ist natürlich schlecht. So, und wenn Sie auf so ein Fahrzeug zugehen und Sie sagen, das gefällt mir, das Auto hat ein schönes Erscheinungsbild, dann bitte einmal wirklich darauf achten. Dann schauen Sie sich bitte Ihren Verkäufer an. Ist denn der Verkäufer, auch wenn es ein Privatmann ist, der da im Brief eingetragen ist? Wie viele Besitzer sind denn tatsächlich im Brief eingetragen? Ich merke das immer wieder, dass Fahrzeuge inseriert sind aus zweiter Hand. Dann komme ich dahin und dann sagt der Verkäufer, ja, aber der Erstbesitzer war ja Mercedes. Das spielt keine Rolle. Dann ist das Fahrzeug, wenn noch zwei andere das Fahrzeug hatten, aus dritter Hand und nicht aus zweiter Hand. Oder sogar im Ernstfall, das habe ich auch schon erlebt, dass ich dorthin komme und das Fahrzeug soll 37.000 Kilometer haben, 6 Jahre alt sein und hat 5 Vorbesitzer. In der Anzeige stand, das Fahrzeug hat 2 Vorbesitzer. Ja, warum sind denn da so viele Besitzer? Ja, das war die Schwester und die hat das auf die Schwägerin umgetragen und das ist dann hausintern, das sieht man ja, nochmal umgemeldet worden und tralala und hopsasa. Da gibt es immer ganz, ganz viele solche Rechtfertigungsversuche. Nein, in der Zulassungsbescheinigung steht ganz klar drin, wie viele Vorbesitzer hat so ein Fahrzeug und das ist auch nicht diskussionsfähig. Und wenn ich gern ein Fahrzeug möchte, aus zweiter, maximal dritter Hand, möchte ich kein Auto kaufen, wo 5 Vorbesitzer drin sind. Das muss man bitte genau nachsehen auch. Und vor allem, ist denn der, der mir gegenüber ist, der Besitzer vom Fahrzeug? Zulassungsbescheinigung, steht Name drin, weiß ich sofort. Der Mann, dem gehört das Auto, die Frau, der gehört das Fahrzeug. Und oder, ja, das ist das Auto von meinem Schwager. Der heißt anders als ich, der kommt doch aus einer anderen Stadt. Ich habe das Fahrzeug dann übernommen, aber nicht zugelassen. Und ja, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin Kfz-Mechaniker. Ja, er ist nichts anderes als ein privater Händler, der gerne Geld verdienen möchte, was nicht schändlich ist. Deswegen muss das Auto nicht schlecht sein. Aber es ist halt einfach dann schon der Beginn einer Unwahrheit. Und da werden meine Alarmglocken schon mal gleich in Vorspannung gebracht. Wenn ich merke, die Besitzverhältnisse beim Fahrzeug sind anders, als sie in der Anzeige oder in dem Telefonat dargestellt wurden. Dann schaue ich mir so ein Fahrzeug an, sehe ich im Lack Farbunterschiede. Nicht jeder hat ein sogenanntes schichtigen Messgerät oder was der eine oder andere ja auch hat. Es gibt ja diesen DET-Magnet, hält da oder fällt da, klick, klack, glitsch, klatsch, glutsch, Spachtel hin, Spachtel her. So viel Spachtel wird es bei solchen Fahrzeugen noch nicht geben. Aber speziell bei den Metallic-Farben sehe ich sehr schnell, ob das Fahrzeug nachlackiert ist.
bitte dem Fahrzeug zugestehen, dass es bei den Kunststoffteilen, speziell bei Diamantweiß-Breitmetalle, leichte Farbunterschiede zwischen Kunststoff- und Metallteilen gibt. Das war leider vom Werk so. Auch hier hinten ist ein minimaler Farbunterschied zu sehen. Da bitte nicht dem Fahrzeug böse sein oder dem Vorbesitzer, da kann er nichts dafür. Das war damals bei Mercedes Stand der Technik. Es ist heute noch bei vielen Modellen, weil wir hier einen sehr aufwendigen Lack haben. Dieses Pearl White oder Perlmutt Weiß, oder je nachdem, wie man es nennen mag, ist auch extrem schwierig nachzulackieren, dass keine Farbunterschiede sind. Und da sieht man dann schon, hat denn mein Verkäufer mir die Wahrheit gesagt? Dann schaue ich immer, in welchem Zustand ist die Bremsanlage, wie gut sind die Bremsbeläge, das kann jeder sehen. Ein Bremsbelag, der runtergebremst ist, und eine Bremsscheibe, die außen einen relativ starken Rand hat, sollte man austauschen. Das sind wieder Kosten, die auf einen zukommen. Und was dann auch noch so ein bisschen ein Thema ist, was sind da für ein Reifen drauf? Ich persönlich mag Reifen aus Korea nicht so gerne. Die harmonieren auch nicht besonders gut mit dem Fahrverhalten des Fahrzeugs. Es sollten vorne und hinten die gleichen Reifenfabrikate oder der gleiche Reifentyp verbaut sein, nur in unterschiedlicher Dimension, gerade bei den Fahrzeugen mit der Mischbereifung. Es gibt auch Fahrzeuge ohne Mischbereifung, aber trotzdem sollte vorne und hinten das gleiche Produkt und der gleiche Typ verbaut sein, weil es einfach vom Fahrverhalten her besser ist. Aber wenn ich dann sehe, dass auf dem Fahrzeug solche 47,50 Euro Reifen drauf sind, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Fahrzeug, das nur dazu verwendet wird, um von A nach B zu kommen. Und da merkt man schon gleich, dass der Vorbesitzer so ein bisschen gerne gespart hat, und dann kommen dann so die Service-Nachweise von ATU. Das ist alles so eine ganz bestimmte Linie, und sowas möchte ich nicht so gern haben. Ich möchte auch keine Fahrzeuge haben, die mehr wie 80.000 Kilometer haben. Wir haben das letztes Jahr vermieden, zum Großteil, und sind damit sehr gut gefahren, weil die Fahrzeuge bis auf 2 von 47 keine Reklamationen hatten. Wir haben einmal eine Reklamation gehabt wegen dem Dach und einmal wegen so einer Aholmverkleidung. Da komme ich gleich zum Dach dazu, das kann ich noch sagen. Aber ansonsten haben wir qualitativ überhaupt keine Probleme mit den Fahrzeugen, und das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir diese Fahrzeuge gerne kaufen und verkaufen, weil wir einfach glückliche Kunden haben, weil wir keine Probleme mit den Fahrzeugen haben. Weil eben diese Fahrzeuge sehr hochwertig engineert sind und auch aus einem Guss sind. Auch ein wichtiger Punkt sind die Passungen. Man sieht jetzt hier, die sind gar nicht so gleichmäßig, wie man sich das von Mercedes wünschen würde. Also dieser Spalt ist etwas kleiner als dieser. Dieser Spalt ist noch größer. Hier kann ich fast den Finger reinstecken. Und hier hinten an der Tür ist es dann wieder so, dass es etwas größer ist wie vorn. Da ist es wieder ein bisschen kleiner. Das muss man dem SLK zustehen. Diese Fahrzeuge haben nicht diese Spaltmaße wie ein Audi A6 oder ein Audi A8, wo eben sehr viel Wert darauf gelegt wird, dem Kunden eine hohe Qualität dadurch zu suggerieren, dass die Türspalte sehr schmal sind. Das ist bei dem Fahrzeug nicht der Fall. Also es ist nicht unbedingt ein Indiz für einen versteckten Unfallschaden, sondern es ist ein Indiz für Stand der Technik. Wenn wir schauen möchten, ob das Fahrzeug einen Frontschaden hatte, können wir das ganz einfach tun. Zumindest kann man Hinweise darauf finden, wenn wir den Motorraum öffnen. So, und wenn ich diese Kotflügelbefestigungsschrauben hier ansehe und ich sehe, dass die unbeschädigt sind, dass hier also noch kein Werkzeug dran war, also ich finde hier keine Werkzeugspuren, und ich finde auch hier diese nachlackierten oder diese in Wagenfarbe lackierten Gummiabstandhalter. Das ist Stand der Technik, das ist bei Mercedes so, weil im Lackierprozess diese Abstandhalter schon dran sind und deswegen sind die mitlackiert. Das ist so. Auch hier sieht man schön, hier war noch nie eine Rätsche dran oder ein Gabelschlüssel. Ja, kann man sehr gut sehen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Kotflügel nicht gerichtet, eingestellt oder sogar erneuert worden. Das geht auch bei der Tür. Und da fängt es ja dann an, teuer zu werden. Ja? So ein leichter Rempler hier vorne.
Ja, das war nicht schlimm, das war nur ein Parkrempler. Mhm. Kotflügel, Scheinwerfer kaputt, hier vorne der Stoßfänger nachlackiert und es ist eine neue Tür drin. Da sind wir mal ganz schnell bei 6.000 Euro Schaden. Das bitte nicht außer Acht lassen. Und das ist ein anzeichnungs- oder anzeigepflichtiger Vorschaden des Fahrzeugs. Und genauso, wenn die Kamera mal hierher kommt, sehe ich hier, die Tür ist auch mit Schrauben an der Karosserie befestigt. Und wenn diese Schrauben unbeschädigt sind, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass die Tür nicht ausgetauscht oder abgebaut wurde zum Lackieren. Beim Heckdeckel geht das auch. Hier sieht man es nicht an den Schrauben, sondern hier sieht man es an den Gewindestücken. Dass hier noch kein Lackabtrag oder keine Werkzeugspur dran war. Das heißt, der Heckdeckel war noch nie weg zum Lackieren. Und dann haben wir hier diese Kunststoffteile. Die kann man so ein bisschen auf die Seite nehmen. Und dann spürt man hier, wenn man mit dem Finger drüber geht, dass der hier ganz glatt ist. Oftmals machen die Reparateure nämlich eins aus Kostengründen. Die Seitenwand hier wird über die Versicherung abgerechnet, neu einzuschweißen und es bleibt die alte drin. Und dann wird es nur lackiert und das lackieren sie immer schön bis zur Kante hier, damit das Kunststoffteil das abdeckt und dann kann man hier so einen Rand fühlen und merkt dann, aha, die Seitenwand ist nachlackiert, wenn man diesen schichtigen Messer nicht hat. Und vor allem, wenn man diesen Farbunterschied, den das Fahrzeug haben kann, sich genauer anschaut, dann weiß man gleich, da ist was im Busch. Noch ein Punkt ist die Steuerkette der Motoren. Da gibt es in den einzelnen Mercedes-Benz-Foren ganz dramatische Vorfälle mit gelenkten Steuerketten und so weiter und so fort. Und die Motoren sind ja alle so schlecht. Ha? Das entspricht nicht meiner Erfahrung, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir haben bei keinem der Motoren auf irgendeine Weise Probleme mit der Steuerkette oder mit sonstigen mechanischen Teilen gehabt. Und wie ich vorhin sagte, wir haben 47 Fahrzeuge gekauft und verkauft. Und dieses Jahr sind wir schon bei 37, glaube ich, oder bei 31. Wir haben da schon ein bisschen Erfahrung auch. Und Fahrzeuge mit 40, 50, 60.000 Kilometer, wenn sie lückenlos Mercedes-Benz-Scheckheft gepflegt sind, dürften das eigentlich auch nicht haben. Aber ein Fahrzeug musste ich stehen lassen. Wenn man das Fahrzeug startet und die Steuerkette rasselt kurz an und sobald Öldruck da ist, ist die Steuerkette leise. Das Fahrzeug habe ich nicht gekauft. Kann passieren und er hatte nicht viele Kilometer, er hatte 57.000 Kilometer, also mit den Kilometern hat es nichts zu tun, sondern es hat wirklich was mit dem Verschleiß und mit der Pflege zu tun. Wir haben noch das Thema Ausstattungsdetails, von denen wir ausgehen, dass sie am Fahrzeug vorhanden sein müssten, wie zum Beispiel ein automatisch abblendender Innenspiegel, ein Regensensor oder eine Verkehrszeichenerkennung. Da gehört auch die Parkdistanzkontrolle dazu und man glaubt es kaum, diese Fahrzeuge gibt es ohne Parkdistanzkontrolle. Leicht zu erkennen an diesen kleinen runden 5 Cent großen Dingern hier. Parkdistanzkontrolle sollte er haben. Sitzheizung sollte er haben. Es gibt Fahrzeuge ohne, speziell dann, wenn sie aus Italien sind. Das ist auch einer der Indikatoren für ein Exportfahrzeug. Die viele Fahrzeuge in Italien haben keine Sitzheizung. Und wenn die auf den deutschen Markt kommen, dann merkt man das relativ gleich. Sagt man, hoppla, Fahrzeug ohne Sitzheizung kommt bestimmt aus Italien. Das ist in 9 von 10 Fällen der Fall. So, was wir hier sehr schön sehen, ist der sogenannte AirScarf. Der AirScarf ist nichts anderes als ein dreistufiges Warmluftgebläse, das mir beim Fahren den Hals von hinten mit einem gewärmten Luftschleier umfächelt und dafür sorgt, dass ich relativ früh im Jahr schon offen fahren kann oder wenn es draußen noch relativ kalt ist, weil ich nicht irgendwas um den Hals ziehen muss, weil es dann nicht so zieht, sondern weil der halt von hinten immer warm kommt, ist es eigentlich eine ganz schöne Geschichte auch. Und noch so ein Autohändler, Autokäufertrick. Ich sehe relativ schön bei Mercedes, die Kamera mal kommt,
an der Scheibe, da lege ich jetzt mal hier ein Papier drunter, dass man es besser sehen kann. Ich kann hier an der Scheibe sehen, aus welchem Baujahr das Fahrzeug ist. Die 2 heißt 2012. Klar kann das Auto nicht 2022 gebaut sein, weil wir 2021 haben. Und 1992 kann auch nicht sein. Oder 2002 kann auch nicht sein. Also 2012 mit dieser 2. Ist bei jedem Mercedes der Fall, dass man von außen zumindest ungefähr sieht, wann wurden die Scheiben hergestellt. Das ist so mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, kann man sagen, wann das Auto dann gebaut worden ist. Ist auch schön, wenn man sieht, dass hier vorne noch die originale Frontscheibe dran ist. Da sind wir schon wieder beim Indikator. Hier ist auch die 2 für 2012. Das heißt, dieses Fahrzeug hat noch keine Frontscheibe bekommen. Die original Mercedes-Benz-Scheibe. Sehe ich hier relativ wenig Steinschläge, weiß ich oder kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Fahrzeug, wenn es 50.000, 40.000 Kilometer hat, dass die Kilometer stimmen können. Wenn das Fahrzeug wesentlich mehr Kilometer hat und der Verkäufer will es verbergen und macht eine neue Scheibe rein wegen Steinschläge, ist hier eine andere Zahl drauf. Und dann sieht man, hoppla, da ist eine neue Scheibe drin. Was hat denn das wohl für einen Grund gehabt? Kann natürlich auch Steinschläge sein und muss ja nicht immer unken, aber das sind so, das, ja, wie soll man das sagen, das sind lauter so kleine Details. Und wenn die dann alle so zusammenpassen, dann geht es in eine bestimmte Richtung. Die eine Richtung ist ein ehrlicher, integrer Verkäufer oder die andere Richtung ist, na, muss ich das haben? Wenn ich lauter so kleine Details habe, die eigentlich dann nicht dazu passen, Umfeld, Scheiben passen nicht, Lackiernebel auf den Kunststoffteilen und so weiter und so fort, muss das Auto sehr günstig sein, dass man es kaufen sollte. So, und noch ein Thema, so eine Art Kinderkrankheit beim SLK, ist das Verkleben des Dachs mit der Trägerkonstruktion. Und zwar speziell bei den schwarzen Autos ohne Glasdach werden diese Dächer sehr heiß an den Klebestellen. Und der Kleber löst sich und dann geht das Dach hier vorne beim Fahren, wölbt sich das auf, das hört sich an, als wenn eine Scheibe nicht richtig geschlossen ist. Und das ist eine sehr aufwendige Reparatur. Mercedes hat über einen längeren Zeitraum hin das auf Kulanz gemacht. Und in der Zwischenzeit ist die Kulanz abgelaufen und das kostet 2.400 € plus Einbau, weil dieses Segment hier komplett ersetzt wird. Und jetzt kommt noch was ganz Sinnvolles. Mercedes hat keine Dächer mehr, die aus dem Material wie das Fahrzeug bestehen, sondern es gibt nur noch Glasdächer, also durchsichtige Dächer. So, jetzt gibt es die Fahrzeuge mit Glasdach und ohne Glasdach. Hat sich das Dach gelöst bei einem Fahrzeug ohne Glasdach, machen die ein Glasdach rein. Aber, das muss man wirklich sehen, ich muss nochmal aufschließen. Mit dem Innenhimmel von einem Nicht-Glasdach. Von außen Glasdach und von innen nicht. Das ist natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Ja, also, wenn man das hat und man kriegt es auf Kulanz gemacht, das Dach, dann bitte das Geld ausgeben für den anderen Innenhimmel, dass man wirklich den Spaß an dem Glasdach hat. Die ganz luxuriöse Version, das haben wir vorhin gesehen, das Skyview mit der verstellbaren Tönung oder eben das ganz geschlossene Dach. Und da bitte dann bei den Fahrzeugen darauf achten, die schwarz sind, dass es sich hier vorne nicht löst in der Verklebung, weil das wird sehr teuer. 7G-Tronic ist so ein Thema. Diese 7G-Tronic von Mercedes, als die auf den Markt kam, hat Mercedes behauptet, dass diese Getriebeölfüllung eine Lebensdauerfüllung ist. Im Verlauf der Jahre, als dieses Getriebe auf dem Markt war, hat man festgestellt, dass man das besser nicht gesagt hätte. Und wir hatten Fahrzeuge mit 50.000, 60.000 Kilometer, die nicht schön geschaltet haben. Und da mussten wir eine Getriebeölspülung machen bei den Fahrzeugen. Ich persönlich würde es empfehlen, wenn das Fahrzeug länger oder älter ist als 15 Jahre oder wenn es mehr Kilometer als 80.000 Kilometer hat, diese Getriebeölspülung bei einem professionellen Betrieb machen zu lassen, der das auch zum Festpreis macht. Gibt es verschiedene Methoden,
Tim Eckhart ist so eine Methode, wo dieses, oder nach der Tim Eckhart Methode, wenn man dieses Getriebe spülen möchte. Ja, es gibt auch verschiedene andere Methoden noch. Inzwischen gibt es ja da mehrere Hersteller, die diese Spülgeräte da anbieten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sowas kostet so 280, 380, 420 Euro ungefähr. Dann hat man wieder 10 Jahre Ruhe, weil das Getriebe dann einfach sanfter schaltet. Und man merkt es, wenn es so ein bisschen bockig die Gänge nimmt und wenn es beim Beschleunigung Gas wegnehmen so ein bisschen ruckt auch, ja, dann merkt man so, ja, jetzt sollte man vielleicht mal irgendwann mal das Getriebeöl wechseln oder spülen lassen, dann ist das alles prima. So, Serviceheft gibt es für die Fahrzeuge keins mehr, weil man hier natürlich diesem ganzen Lug und Trug mit diesen gefälschten Serviceheften dazu vorkommen wollte. Und dann gibt es einen elektronischen Servicenachweis. Und der sollte bitte so beim Kauf da sein, dass man ihn einsehen kann. Weil der Verkäufer, außer wenn es ein Händler ist, so wie wir zum Beispiel, kann das ausdrucken, ja, weil wir uns diesen Mercedes-Statuten unterworfen haben und das dürfen. Aber ein Privatmann kann das nicht. Und deswegen sieht man nicht, was wurde da gemacht. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man die Dinger auch ausgedruckt hat und nicht nur in elektronischer Form. Dann sieht man so ein bisschen die Historie vom Fahrzeug. Und dann kann man eigentlich nichts falsch machen. So, zusammenfassend ist zu sagen, der SLK R172 in egal welcher Motorisierung, ob das jetzt ein 200er oder ein 250er ist, der Unterschied ist jetzt nicht so dramatisch, wie man denkt. Die Motoren haben im gleichen Hubraum ähnliche Leistungen. Der 250er ist ein bisschen spritziger. Der 350er ist ein ganz anderes Auto mit seinem Sechszylindermotor, hat einen ganz anderen Motorsound, einen ganz anderen, ganz andere Umgangsformen. Dann gibt es dieses Fahrzeug auch noch als Diesel. Der Diesel ist für mich nicht unbedingt, für mich persönlich, die richtige Motorisierung für das Fahrzeug. Es gibt Kunden, die schwören drauf, kann ich verstehen. Das Auto ist sehr sparsam, hat ein sehr hohes Drehmoment und man merkt ihm kaum an, dass es ein Diesel ist. Dann gibt es diesen SLK 55, die Amerikaner würden Pocket Rocket dazu sagen, das Ding geht wie die Feuerwehr, ja, hat über 400 PS verteilt auf dieses kleine Auto da, stellt natürlich der Motor da schon ordentlich Dampf an, dann kommt noch dieser martialische V8 Sound dazu und egal für welchen Motor ich mich entscheide, dieses Fahrzeug, wenn es aus einem gepflegten Vorbesitz kommt und nicht mehr wie 100.000 Kilometer hat, ist so sicher wie eine Bank. Weil wir an diesem Fahrzeug keine oder ganz wenige Kinderkrankheiten haben. Das Fahrzeug ist sehr hochwertig verarbeitet. Wenn das Fahrzeug servicegepflegt ist oder sogar lückenlos Mercedes-Benz gepflegt ist, sind alle Nacharbeiten an dem Fahrzeug gemacht. Und ich weiß, dass ich die nächsten Jahre jeden Sommer mit dem Fahrzeug genießen kann. Und es gibt sehr, sehr schöne Ausstattungsdetails, die man unbedingt haben sollte. Ich empfehle das Automatikgetriebe, den AirScarf, die Navigation und die Sitzheizung, Lederausstattung und eine schöne Farbkombination, dass man das Auto auch wieder gut weiterverkaufen kann. AMG-Paket muss nicht unbedingt sein, macht das Auto so ein bisschen grimmig, wenn man das mag. Wie gesagt, der 55er hat es serienmäßig, weil er auch eher so ein bisschen ein zorniger Wagen ist auch. Und zusammenfassend zu sagen ist, eine gute Wahl. Das Auto macht, was er soll, ist ein Ganzjahres-Cabriolet und macht Spaß, lässt sich schön fahren, macht keine Probleme und lässt sich auch wieder gut verkaufen, wenn er gut gepflegt ist. Und da kann ich jeden nur dazu beglückwünschen, wenn er ein Auto findet, das aus einem gepflegten Vorbesitz kommt, dann hat er wirklich was für die nächsten Jahre, wo er gut und schön offen fahren kann und auch gut angezogen ist mit dem Fahrzeug.